Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Wer hätte es gedacht? Es steht im Titel. Ich habe wieder fleißig gesammelt, werde euch eine Review abgeben zu den jeweiligen Produkten, sodass ihr eine Idee bekommt, wie ich die Produkte fand. Ob ich sie mir nachkaufe, werde ich euch sagen. Und vielleicht ist es eine kleine Inspiration für euch. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Produkt noch nicht. Und dazu wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich habe auch fleißig alles in Kategorien mal sortiert, also von Pflege, Nägel, dekorative Kosmetik, Haare und so weiter. Und ich würde sagen, wir starten durch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Also wir beginnen mal mit der Dusche und zwar zum einen mit diesem Produkt hier von Nivea. Das war in meinem Adventskalender. Ja, da habe ich mich tatsächlich auch total gefreut. Habe ich von meiner Freundin bekommen. Und es war so, dass ich während der Dusche gemerkt habe, dass das Produkt einfach so dickflüssig ist, sich das ganz schwer verteilen lässt und vor allen Dingen, dass man es schwer wieder von der Haut bekommt. Und das hat mich extrem gestört. Da sind zwar so kleine Perlen mit dabei, da steht es auch, Ölperlen, die dann platzen. Das ist ganz cool, das Gefühl, und es riecht auch total gut. Aber ich werde es mir nicht nachkaufen, obwohl ich mich sehr gefreut habe über dieses Geschenk. Aber es stört mich einfach, wenn ich das Produkt nicht richtig von der Haut bekomme, so während ich dusche. Das mag ich nicht. Und ganz anders bei diesem Produkt hier, zum Beispiel von TTZep, nicht wundern, da steht mein Name. Das gab es tatsächlich mal bei einem Event, lang ist's her. Da hat mir der Duft einfach total gut gefallen. Es ist schön frisch eben, jetzt gerade bei den Temperaturen und es muss schnell gehen und das Zeug muss wieder von der Haut. Und deshalb bevorzuge ich das. Zu dem hier, falls es jetzt gerade deutsch war. Jedenfalls habe ich zum Beispiel auch noch das aufgebraucht. Es ist dasselbe Spiel. Also bei dem Produkt ist es auch so, dass man das gut wieder von der Haut bekommt, dass es total gut riecht und dass es einfach erfrischend ist. Und sowas braucht man einfach jetzt vor allen Dingen zu dieser Jahreszeit. Und deshalb werde ich mir zum Beispiel das nicht nachkaufen, aber nach den beiden hier weiter Ausschau halten. Dann machen wir weiter mit dem Gesicht. Ja, da freue ich mich sehr. Ich zeige euch nämlich jetzt eins meiner liebsten Produkte. Mein Favorite-Produkt, was das Thema Sonne betrifft. Ich liebe die Sonne. Ich bin Italienerin, das wisst ihr. Und ich bräune mich auch gerne, ne? Wie es halt so ist, wenn man am Meer ist und so weiter. Allerdings fehlt mir natürlich die Zeit, mich hier in die Sonne zu legen, ne? Auf die Terrasse. Das geht leider eher schlecht als recht. Es ist natürlich auch nicht wirklich gesund. Sind wir mal ehrlich. Es sei denn, man verwendet natürlich einen Sonnenschutz und so weiter, aber man soll sich natürlich nicht in die pralle Sonne legen. Aber wir sind natürlich alle gerne gebräunt. Es ist ein Zeichen von, ja, dass man einfach gesund ist, dass man Vitalität ausstrahlt, ne, wenn man einen schönen Teint einfach hat. Es ist nun mal so. Und dafür verwende ich eine kleine Geheimwaffe. Ja, und zwar mein Selbstbräuner. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal erzählt in meinem Favoritenvideo. Ich kenne mich ja mit Selbstbräuner so gar nicht aus. Ich hatte mal einen und das war der Fail des Jahres. Also das hat total gestunken, es war fleckig, es hat abgefärbt und es war einfach nicht schön. Und ich war zu einer Hochzeit eingeladen und das war, ja, es war ein Fail, ne? Sind wir mal ehrlich. Und jetzt bin ich zu diesem Produkt hier gekommen, ein Selbstbräuner Booster. Bräunung Booster, so rum. Und zwar ist da eine Pipette mit dabei. So sieht's aus. Wie gesagt, es ist leer. Ein paar Tropfen sind jetzt noch drin. Und zwar mische ich mir das in meine Tagescreme. Also das heißt, nee, ich habe euch hier meinen Nachschub gezeigt. Ich habe mich schon gewundert, gerade, weil da ist nichts mehr, ne? Das ist ja mein aufgebrauchtes Produkt. Ich habe mich gerade schon total gewundert. Denke ich mir, hä, ich habe ja doch noch ein paar Tropfen. Also, nochmal zurück zum Thema. Ich nehme meine Tagescreme, pack mir hier so ein bisschen rein und dann nehme ich mir meinen Booster hier mit der Pipette und dann gebe ich mir zwei Tropfen einfach in meine Tagescreme, mische das Ganze so und dann gebe ich mir das aufs Gesicht. Ja, da war die Kamera aus, ne? Danke fürs Gespräch. Also, wo war ich stehen geblieben? Ich mische das Ganze hier in meiner Handinnenfläche und gebe mir das dann eben aufs Gesicht. Das Ganze wird nicht fleckig, es riecht nicht unangenehm. Ihr habt so eine schöne, gesunde Bräune. Nach 2 bis 3 Stunden seht ihr schon das Ergebnis. Und jetzt ein kleiner Hack von mir. Ich wollte nämlich mal was testen. Ich habe mir das Ganze tatsächlich in meine Bodylotion gemischt. Ja, weil ich mir gedacht habe, Mensch, wenn es doch fürs Gesicht funktioniert, dann muss es doch auch für den Körper funktionieren. Und schöne, gebräunte Beine, jetzt gerade im Sommer mit einem Rock oder einem Kleid, das gehört irgendwie auch dazu. Ich mische das hier in meine Bodylotion, wie gesagt, ein paar Tropfen. Und das ist so, so ein tolles Ergebnis. Das gleicht sich übrigens auch dem Hauttypen an.
War das jetzt gerade Deutsch? Ich glaube schon. Und es ist einfach genial. Und hier ist eben mein Nachschub, könnt ihr sehen. Schaut, ist aber auch schon wieder gut aufgebraucht. Und das ist eben leer. Wartet, da. So, jetzt könnt ihr das erkennen. Jawohl. Und ich habe tatsächlich von Beauty Mates auch noch einen Rabattcode, der ist auch noch gültig. Dafür möchte ich mich auch bedanken, da freue ich mich nämlich riesig. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, 20% zu sparen und da werde ich mir dann auch Nachschub bestellen mit meinem Rabattcode. Der nennt sich Rosella, ich blende euch den mal ein. Und von Beauty Mates liebe ich auch meine Hyaluron-Tagespflege. Das ist diese hier, die ist wirklich so, so gut. Da sind keine Mineralöle, keine Silikone, keine Parabene, Sulfate, ekelhaft. Dieses ganze Mistzeug ist da nicht enthalten. Es sind wirklich nur Dinge enthalten, die die Haut wirklich braucht. Ihr habt eine schöne Elastizität. Das ist so wie von innen aufgeplustert. So habe ich das Gefühl. Und sie pflegt eben die Haut. Es ist für alle Hauttypen geeignet, vor allen Dingen auch für trockene Haut. Gerade so diese trockenen Stellen. Richtig, richtig gut. Eine feuchtigkeitsspendende Tagescreme und die kann ich euch auch wirklich ans Herz legen. Ich finde die richtig, richtig gut. Hyaluron Boost Cream und die beiden hier im Set bekommt ihr auch günstiger. Also es ist ein Anti-Aging Set. Vor allen Dingen die Produkte hier, die sind eher für die reifere Haut geeignet. Also ja, kann man so sagen. Und wenn ihr Sets bestellt, bekommt ihr sowieso schon günstiger. Und wenn ihr dann auch noch den Rabattcode anwendet, sowieso die 20% abgezogen. Dazu schreibe ich euch mal alles unten in die Infobox. Und es ist auch so, dass ihr dort einen Konfigurator habt und euch alles Mögliche aussuchen könnt, was zu eurer Haut passt. Da gibt es auch so eine Typanalyse. Könnt ihr alles eingeben, die Fragen beantworten. Und dann seht ihr, welche Produkte zu euch passen. Duftstoffe sind auch keine enthalten, wollte ich noch kurz dazu sagen. Und es ist auch so, dass wenn ihr euch ein Peeling vorher macht, das noch besser ist, wegen dem Selbstbräunung-Booster, dann ja, seht ihr nochmal einen besseren Effekt. Körper und Gesicht. So, das war die richtige Handbewegung. Also, schaut es euch sehr, sehr gerne an. Alle Infos dazu unten in der Infobox. Ich bin total begeistert, vor allen Dingen auch von dieser Hyaluron Lift Cream. Ich wollte sie euch jetzt einfach mal zeigen. Ich habe sie noch nicht ganz aufgebraucht, aber damit ihr eben mal das Set seht. Machen wir kurz weiter mit den Lippen. Und zwar, das hatte ich euch gezeigt, ne? Genau, dass ich das damit rein mische in die Body Lotion. Allerdings wollte ich ganz gern diese Body Lotion im Wechsel verwenden. Die ist jetzt noch nagelneu, wollte sie euch nur mal kurz zeigen. Mache ich kurz weiter mit Body Lotion, obwohl ich gesagt habe, dass wir zur Lippenpflege kommen, weil ich das jetzt hier gerade gezeigt habe. Ich habe von Bellavia meine Body Butter leer gemacht. Habe jetzt hier aber schon Nachschub und wie gesagt, werde jetzt aber die im Wechsel verwenden und eben diese hier. Also nur, dass ihr euch nicht wundert. Es wird einige Zeit dauern, bis ich das jetzt alles aufgebraucht habe, aber dieses Produkt hier ist komplett leer und fand ich auch richtig, richtig gut. Zieht schön ein, vor allen Dingen, das riecht auch total gut und deswegen bin ich froh, dass ich schon Nachschub habe. Aber ich bin auch auf dieses Produkt hier sehr, sehr gespannt, sehr hochwertig. Thotys, ich liebe Produkte von Thotys. Das ist natürlich eine Preissache, ne? Also die Produkte sind schon, ja, hochpreisig, aber richtig, richtig gut und so zum Verwöhnen für ab und zu kann man das schon auch gerne mal verwenden. So, jetzt kommen wir aber wirklich zu den Lippen. Pflegeprodukte. Und zwar habe ich zum einen aufgebraucht hier diesen Twist-Up Gloss von Isadora. Den hat mir die Steffi mal geschenkt. Und ich habe tatsächlich hier alles versucht rauszuholen mit einem Wattestäbchen. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Eigentlich ist es, glaube ich, so für tagsüber eine Pflege. Aber ich hatte den im Bad. Ich habe nämlich so einen kleinen Tick. Nach dem Zähneputzen brauche ich immer irgendwie wie so ein Fettstift, ne? Also so eine Pflege. Einfach ganz dick drauf und gut ist. Und der war dann halt irgendwann mal im Bad, ja, keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Jedenfalls lag der dann immer in meinem Schälchen und dann habe ich den aufgebraucht. Und den habe ich auch aufgebraucht von Boeb, keine Ahnung, wie gesagt, ich weiß echt nicht, wie es ausgesprochen wird. So, und zwar ist es diese Lippenpflege hier, dieser Babybalsam. Das habe ich nicht für den Liam verwendet, es ist Naturkosmetik übrigens. Wäre halt zu schade gewesen, ne, wenn es in der Schublade liegt. Und deshalb habe ich das auch aufgebraucht. Und ich bin da nicht auf ein Produkt, wie sagt man auf Deutsch, so spezialisiert. Nee, also fixiert so. Sondern es muss halt einfach irgendwie wie so ein Fettstift sein. Und jetzt im Moment verwende ich das hier, diesen Lip Balm von
Bellavia. Allerdings muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass bei dem die Lippen irgendwie so ein bisschen austrocknen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Hauptsache irgendein Produkt da in meinem Schälchen nach dem Zähneputzen und ich bin zufrieden. So, dann machen wir weiter mit dem Gesicht. Und zwar werde ich mir definitiv diese Teile hier nachkaufen von Shabens. Ich hoffe, dass es die noch gibt. Upsala, bleibst du da. So genial. Die hatte ich in irgendeiner Schublade und jetzt die Tage hatte ich, also ich hatte da nur noch zwei. Und denke ich mir, ach komm, brauchst du das jetzt endlich mal auf. Ich hoffe so sehr, dass es dieses Produkt noch bei DM gibt. Könnt ihr mir das zufällig sagen? Kennt ihr dieses Produkt? Oh mein Gott, das ist so genial. Also das sind so kleine, ja, wie so kleine Perlen. Macht ihr oben das Teil ab und drückt das raus, das Produkt. Das reicht für einmal. Und es ist so gewesen, dass ich echt voll das Gefühl hatte, das ist wie so ein Porenverfeinerer. Die Haut total schön samtig, weich danach und alles geglättet. Mega, mega gut. Für ein Drogerieprodukt, ach, da steht es tatsächlich, ja. Kaschiert sofort Fältchen, Glanz und Poren. Ja, Heidi. Vielleicht hättest du dir das vorher mal durchgelesen, aber seht ihr, genau das, so habe ich es genau empfunden. Hyaluronsäure, Vitamin E, mega, mega genial. Und ich glaube, das ist nicht mal so teuer. Werde ich definitiv nachkaufen. Yay! Ansonsten hatten mich auch viele gefragt, ob ich mal zeigen könnte, was ich für den Liam verwende. Das mache ich natürlich auch sehr gerne. Habe ich auch ein bisschen was aufgehoben. Und zwar habe ich zum einen zum Beispiel dieses Babyshampoo hier aufgebraucht von Boeb. Ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Bei denen war ich tatsächlich mal in Mainz zu einem Event eingeladen. Das war super spannend. Eine ganz, ganz tolle Firma gibt es bei DM. Und das Produkt werde ich mir jetzt allerdings erstmal nicht nachkaufen, obwohl ich es richtig gut finde. Der Liam mochte es auch. Es gab kein Brennen, kein Ziepen in den Haaren und so weiter. Aber ich habe jetzt erstmal das gekauft von Bübchen. Das ist jetzt noch voll. Ich wollte es euch nur einmal ganz kurz zeigen. Das werde ich jetzt aufbrauchen. Das riecht auch total gut. Und ach, ich liebe das, wenn seine Haare dann danach riechen. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe aber auch noch dieses Produkt hier aufgebraucht für unseren kleinen Schatz. Wo ist es da? Shampoo und Pflegelotion von Louis Widmer. Schaut mal bitte, wie süß das Packaging ist. Oh mein Gott, mit diesem Häschen. Aber ich meine, gut, Packaging, scheißegal. Hauptsache, das Produkt ist gut und es wirkt. Und ja, egal, ne, wie die Verpackung aussieht. Aber wir Mamas oder Frauen, wir sind da ja. Wir haben da ein Auge für. So, dann habe ich noch die Pflegelotion aufgebraucht von Louis Widmer. Die sieht so aus. Und da habe ich tatsächlich auch schon Nachschub. Kann ich euch zeigen. Hier ist die Verpackung. So sieht das Ganze aus. Nicht wundern, ich habe es schon ausgepackt. Ja, so sieht es aus im Puppenhaus. Jedenfalls richtig gut. Die Marke, Top-Qualität, ist eher höherpreisig, aber lohnt sich definitiv. Also ich bin sowieso so, dass ich sehr wenig an Liams Haut lasse. Babyhaut braucht nicht viel. Ich habe jetzt auch echt ewig gebraucht, bis ich das aufgebraucht habe. Vor allen Dingen die Pflegelotion. Aber so ein bisschen was ab und zu ist nicht verkehrt gewesen. Genau, jetzt gerade im Winter, wenn die Haut dann doch ein bisschen trockener war, wegen der Heizungsluft und so weiter. Genau, also so viel dazu. Habt ihr das mal gesehen? Machen wir weiter mit einer Gesichtspflege. Hatte ich euch aber, glaube ich, auch schon mal gesagt in meinem Beauty-Favoriten-Video. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und zwar geht es um Ampullen. Ja, ich bin, glaube ich, irgendwie so ein bisschen ampullensüchtig. Und da habe ich auch einige aufgebraucht. Ich habe die jetzt nicht so wie beim letzten Mal aufgehoben, sondern ich zeige euch einfach nur die Verpackung. Also hier die fehlen und die drei habe ich noch. Aber ich wäre ja nicht die Heidi mit der Ampullensucht, wenn ich nicht schon Nachschub hätte. Ja, jetzt geht es natürlich hier nicht raus, der Vor-Effekt. Nein, es geht. Hier sind meine Ampullen. Oh mein Gott. Ich liebe, liebe, liebe sie. Da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene für verschiedene Hauttypen. Es kommt halt darauf an, was ihr möchtet. Möchtet ihr mit Hyaluron? Möchtet ihr ja einfach viel Feuchtigkeit? Schaut euch da gerne mal um. Also das ist hier jetzt auch keine Produktplatzierung. Ich möchte euch einfach nur zeigen, weil ich die Ampullen von Dalton wirklich liebe. Also ich stehe da auch voll und ganz dahinter. Es gibt allerdings diese Blush, wie heißt denn die? Make My Blush oder irgendwie so Ampulle, die ist tatsächlich jetzt nicht so mein Favorite. Also ich habe jetzt noch eine Packung da, die werde ich auch aufbrauchen, aber die werde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Ne? Die dient einfach dazu, dass ihr ja so schöne, ja, die zaubern euch einfach so schöne Wangen.
als hättet ihr Blush aufgetragen. So. Aber wie gesagt, die werde ich mir nicht nachkaufen. Ich stehe absolut auf diese Pflege mit Hyaluron und hier Marine Filler Extreme Lift. Einfach sensationell. Auch hier kann ich euch gerne mal die Infos unten in die Infobox packen. Ich habe dazu leider keinen Rabattcode bekommen, aber schaut euch da gerne mal um. Wenn ihr euch da bei dem Newsletter zum Beispiel anmeldet, habe ich gesehen, bekommt ihr 10 Euro auf eure nächste Bestellung. Ist ja auch wenigstens etwas, ne? Okay, so viel dazu. Ich glaube, jetzt haben wir alles, was Pflege und Gesicht und so weiter betrifft. Dekorative Kosmetik machen wir auch gleich weiter. Was haben wir noch? Das habe ich euch gezeigt. Ah, wollen wir mit den Nägeln weitermachen? Machen wir mit den Nägeln weiter. Ja, wir machen mit den Nägeln weiter. Und zwar habe ich aufgebraucht diesen Nagellack hier, Shall We Dance von Sally Hansen. Da habe ich mich total geärgert. Und zwar habe ich den Täschchen gehabt und denke ich mir, ach komm, da ist nicht mehr viel drin. Komm, den benutzt sie jetzt noch einmal. Und ich hatte wenig Zeit, der Liam hat gerade geschlafen. Pinsel mir den drauf oder versuch's. Und der war einfach so dickflüssig und das war so streifig und einfach ätzend. Ich weiß, dass ihr mir mal gesagt hattet, dass ich so ein bisschen Nagellackentferner reinpacken soll. Hatte ich tatsächlich bei dem hier auch schon einmal gemacht. Aber so oft kannst du das auch nicht machen, ne? Irgendwann ist gut. Und die Zeit, die ich quasi hatte, habe ich falsch eingesetzt, denn es sah echt aus wie Kraut und Rüben. Das hatte ich euch auch auf Insta gezeigt. Ich habe mich so geärgert, anstatt dass ich mal einen anderen genommen hätte. Es ist ja nicht so, als hätte ich keinen Nagellack da, ne? Aber ich wollte den auf Biegen und Brechen noch komplett leer machen. Den hatte ich mir mal in mehrfacher Ausführung gekauft. Den gab es nämlich irgendwie gratis dazu, wenn man, wie war denn das? Das ist schon 100 Jahre her gefüllt. So eine mega, mega schöne Farbe und ich bin so froh, dass ich mir davon dann gleich einige Backups gekauft habe. Ja, wie gesagt, Shall We Dance. Fail des Tages war das auf jeden Fall. Und den habe ich jetzt auch fast aufgebraucht. Und bevor mir dasselbe passiert, kommt der direkt weg. Die 220 von L'Oreal, ich lese es euch nicht vor. Ich kann kein Französisch sprechen. Seht ihr, da fängt schon an. Die nee, ich lasse es. 220, mega, mega schön, werde ich immer drauf angesprochen. Hat so ein bisschen einen rosa Stich mit drinnen. Die sind halt richtig toll, die von L'Oreal. Allein dieses Packaging wieder, ne? Oh mein Gott. Ja, damit bekommt ihr mich sofort. Hier den von Essie, Sheer Luck, den habe ich euch tatsächlich auch schon ein paar Mal gezeigt. Schaut mal, der reicht jetzt auch vielleicht noch für 2 Anwendungen circa. Aber dann muss er auch weg. Ich mache das schon manchmal, ne, mit dem Nagellackentferner, aber wie gesagt, das ist eher schlecht als recht. Naja, ich stehe halt auf diese Töne, denn bei mir ist es so, ganz kurz, ich trage auch gern farbigen Nagellack, so ist es nicht. Aber also an den Fußnägeln immer, weil da finde ich, gehört es einfach dazu. Und bei mir muss nicht Nägel und Füße im Kombi gleich sein. Das ist mir total wurscht, ne? Ob ich da jetzt bei den Nägeln rot habe und hier Creme oder weiß, wie auch immer. Da lege ich jetzt echt keinen großen Wert drauf, ne? Also Hauptsache ist, dass sie gepflegt aussehen. Und das Problem ist, wenn ich farbigen Nagellack verwende, dann splittert der halt schnell ab. Und wenn es erst nach 3-4 Tagen ist. Ich spüle viel, ich bin viel im Garten, ich mache einfach viel ohne Handschuhe und dann sieht es halt total unschön aus. Und das hier jetzt von Weitem sieht für euch vielleicht noch ganz gut aus, ne? Obwohl da schon ein paar Ecken fehlen. Aber es fällt nicht so auf, wie wenn ich jetzt einen bunten Nagellack trage. Und deshalb, ja, nur in Ausnahmefällen, sage ich jetzt mal so. Und nach dem 2., 3. Tag bereue ich es schon wieder, weil das echt blöd aussieht und ich dann meistens keine Zeit habe, das Ganze abzumachen und mir wieder ordentlich zu lackieren. So, jetzt kennt ihr auch die Geschichte. Machen wir weiter mit den Haaren. Das Produkt hier habe ich aufgebraucht, hatte ich euch, glaube ich, auch in meinem Beauty-Favoriten-Video gezeigt. Magic Retouch hat sicher ganz, ganz viele Frauen jetzt in der Corona-Zeit oder zum nächsten Friseurbesuch geholfen. Ja, und mir natürlich auch. Habe ich aufgebraucht, liebe ich. Kaufe ich immer bei DM, 6,95 Euro bezahle ich. Gibt es verschiedene Nuancen. Ich nehme immer dunkelbraun bis schwarzbraun. Kaschiert einfach den Ansatz. Für alle, die es nicht kennen. Aber ich glaube, mittlerweile kennt es jeder. Vor allem kennt es jeder, der mir schon lange folgt. Weil ich es einfach abgöttisch liebe. Dann habe ich aufgebraucht dieses Shampoo hier von L'Vital. Öl Magique. Das ist so, so gut. Das ist einfach so göttlich. Das riecht einfach
ja, nach Urlaub. Vielleicht verbinde ich das auch so ein bisschen mit Cannes. Da waren wir ja mit L'Oréal, ich weiß nicht, aber das ist einfach ein total schönes Feeling, wenn die Haare danach ja so schön weich sind und einfach gepflegt, gut riechen. Und dazu habe ich aber auch noch meine Maske. Deshalb riechen sie bestimmt auch total gut. Keine Produktplatzierung, keine Sorge, aber ich möchte es euch einfach zeigen, weil das eben nur mal die Produkte sind, die ich aufbrauche und benutze. Die Pomelo Haarmaske in Vanilla, da gibt es ja auch die Goji-Bären. Aber ich bevorzuge diese hier. Habe ich schon Nachschub. Alles gut. Ich liebe sie. Meine Haare lieben es. Dann habe ich jetzt noch Mascara. Allerdings werde ich mir davon keine nachkaufen, obwohl ich sie mega, mega gut finde. Einmal hier meine False Lash Superstar Mascara. Die hat zwei Phasen. Einmal hier ein Primer. Da ist weiß mit dabei. Und dann eben den Schwarzton. Richtig, richtig schöne Wimpern bekommt ihr mit der. Habe ich mir auch schon ganz oft nachgekauft. Dann kam aber die Bambi Eye False Lash Mascara raus. Da ist das Bürstchen nochmal ein bisschen anders. Das gefällt mir fast ein bisschen besser, weil es kleiner ist, schmaler und ich dann besser drankomme. Allerdings wird es bald neue Produkte von L'Oréal in der Drogerie geben. Und da möchte ich einfach noch drauf warten, bis ich mir die kaufe. Und in der Zwischenzeit habe ich meine... Wartet, wo ist sie hin? Meine andere Mascara hat der Liam mir die jetzt gemopst. Ich habe die von Estée Lauder, so eine kleine. Das war so eine Probiergröße. Und die verwende ich jetzt einfach, bis ich die andere habe, weil ich das schon gelesen habe, dass neue rauskommen. Und die von Estée Lauder vertrage ich aber nicht. Ich bekomme da immer, also meine Augen tränen. Und also da vertrage ich irgendwas nicht, was da drin ist. Ich würde es euch jetzt super gerne mal zeigen. Ich blende euch jetzt mal ein. Der Liam hat die scheinbar in der Kur gehabt. Ah, da ist sie. Moment, ich hab sie. Ja, der Liam hat sich vorhin hier hingesetzt und er hat mit irgendwas gespielt. Das habe ich schon gehört oder gesehen. Und ja, es war mir klar, dass er auf dem Boden liegt. Also hier, Estée Lauder. Das ist so eine kleine Probiergröße. Ich weiß gar nicht, ich hatte die mal in irgendeiner Beautybox. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber allein dieses Bürstchen, das ist so riesig. Und ja, da ist irgendein Inhaltsstoff drin, den ich nicht vertrage. Ich kann es euch gar nicht sagen. Aber ich benutze trotzdem, bis sie leer ist. Voll die Logik. So, dann machen wir weiter mit diesem Produkt hier von Playboy. Werde ich definitiv nachkaufen. Ist von meinen Jungs. Das interessiert euch auch immer, was die so verwenden. Ich habe das tatsächlich auch schon verwendet, weil es in der Dusche stand und weil ich keinen Bock hatte, mein Produkt zu holen. Und das riecht echt gut. Also natürlich sehr männlich, aber sehr frisch. Richtig gut, hat mir echt gefallen und ich liebe es, wenn meine Jungs danach riechen. Showergel und Shampoo. Jawohl, ein Produkt haben wir jetzt noch und zwar dieses hier. Allerdings zeige ich euch jetzt nur die Verpackung. Das ist zwar aufgebraucht, aber stellvertretend wollte ich euch das zeigen, denn ich kaufe immer diese Nachfüll. Ja, die deutsche Sprache, ne? Also diese Nachfüllteile bei DM von Balea sind die, glaube ich. Die kaufe ich immer und dann packe ich die hier rein. Allerdings habe ich jetzt auch diese Arztseife mal gekauft. Ja, die ist auch richtig gut. Ich glaube, die habe ich bei, wo habe ich die mitgenommen? Ich glaube, bei Edeka, ja. Aber das wollte ich euch jetzt einfach mal stellvertretend zeigen. Jetzt gucke ich mich nochmal um. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Nein, ich habe euch alles gezeigt. Ja, genau. Das eine oder andere wandert natürlich in den Müll, ne? Also Zahnpasta und dieses ganze Gedöns, Zahnbürsten und so, zeige ich euch jetzt nicht. Oder Seife, was auch immer. So, was habe ich jetzt hier? So, okay, meine Lieben, also dann war es das jetzt von meiner Seite. Schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich versuche euch alles rauszusuchen. Schaut auf jeden Fall bei Beauty Mates unbedingt vorbei. Wie gesagt, ich liebe die Produkte. Ich habe noch verschiedene Booster, ich habe noch Augenlift-Booster und so weiter. Also die Produkte kann ich euch wirklich ans Herz legen, wirklich empfehlen. Nutzt sehr, sehr gerne meinen Rabattcode. Ich werde nicht am Umsatz beteiligt. Ich glaube, ich habe es schon dazu gesagt, aber ich wiederhole mich sehr gerne diesbezüglich. Und ich hoffe, dass euch mein kleines Video gefallen hat, meine Review zu verschiedenen Produkten. Und jetzt wünsche ich euch nur das Beste. Passt mir bitte gut auf euch auf, bleibt mir alle gesund und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Tschüss. Jetzt kann das alles weg. Yay.